Ja, die Rechtsform der pauschalodierten Unterstützungskasse kann unterschiedlich gestaltet werden. Im Prinzip gibt es drei Möglichkeiten. Das eine, und das ist für mich der klassische Weg, ist der e.V., der eingetragene Verein. E.V. ist ja eine Grundform der Körperschaft. Ein Verein gehört niemand, ein Verein ist ein Zusammenschluss, wird mit 7 Personen gegründet, mit 7 natürlichen oder auch mit 7 Trägerunternehmen, und kann man einfach Trägerunternehmen dazu. Das ist für mich die klassische Form, und auch das ist das, was ich empfehle. Es kommt dann immer die Frage, Gruppenunterstützungskasse oder Einzelunterstützungskasse, das kann ich an anderer Stelle nochmal beantworten, aber wie gesagt, der Verein eigentlich das Ideale. Es gibt auch die GmbH, wir haben selbst schon pauschalodierte Unterstützungskasse in der Rechtsform einer GmbH gegründet. Aus meiner Sicht muss das nicht sein. Der Gründer, der Initiator, der muss im Prinzip für die GmbH-Gründung ein Kapital in die Hand nehmen, 25.000 Euro, die dann in der Unterstützungskasse sind, die aber dort niemand braucht oder keine Verwendung haben, einfach da sind. Man braucht das Geld nicht, das ist ja für jedes Unternehmen das Vermögen schlicht auch segmentiert. Das wäre die zweite Möglichkeit. Und rein theoretisch ist es auch als Stiftung möglich. Ich persönlich halte die Stiftung als absoluten Unsinn. Ich würde es persönlich nicht machen. Wir haben zwar schon genug Stiftungen gegründet, aber nicht als pauschalodierte Unterstützungskasse oder für die Unterstützungskasse. Einfach der Verein, der ist ja wesentlich flexibler. Sie finden, glaube ich, auch an jeder Ecke einen Steuerberater, der zumindest einen Verein verwalten kann. Mit Stiftung schaut schon schwieriger auf. Ich glaube, da werden auch Abhängigkeiten aufgebaut, die man aus meiner Sicht als Unternehmer vermeiden sollte. Und wenn es geht, Gelder aus der Unterstützungskasse herauszubekommen, was ja zwangsweise auch wächst oder irgendwann entstehen kann, dann denke ich, sind Sie mit einem eingetragenen Verein wesentlich besser dran. Darum empfehle ich das Ganze.